Meine lieben Schäfchen, ich habe festgestellt, dass wir schon sehr lange nicht mehr gemeinsam Socken gestrickt haben. Und das tun wir heute. Ich zeige dir, mir hat wieder was geträumt. Ich habe eine neue Ferse geträumt. Ich glaube, ich habe sie erfunden, aber ganz sicher sein kann man da ja nie. Ich finde die sehr hübsch und sehr einfach zu stricken. Und hier siehst du sie, die ist schön rund, sitzt also sehr gut an der Ferse. Da habe ich sie noch einmal in einem dünneren Garn gestrickt. Sie ist lückenlos und die zeige ich dir heute. Wir stricken den ganzen Socken von der Spitze weg bis zum Bündchen. Ich möchte die Socken mit 48 Maschen insgesamt stricken. Daher schlage ich nun die Hälfte der Maschen auf zwei Nadeln an. Kreuzanschlag, immer einmal die linke Nadel nehmen, einmal die rechte Nadel nehmen. Also ich verwende zwei Nadeln zum Anschlagen, halte die so, dass ich immer einmal mit der linken Nadel eine Masche anschlage und einmal mit der rechten Nadel. Und das heißt, ich schlage so an, dass ich auf jeder der beiden Nadeln ein Viertel der Maschen habe, beziehungsweise ich schlage insgesamt die Hälfte der Maschen an. Also ich schlage hier 12 und 12 Maschen an, also 24 Maschen, weil ich dann mit 48 Maschen stricken möchte. Ich verwende hier für den Mustersocken eine Omega von Langjans. Das ist nicht wirklich ein typisches Sockengarn. Aber ich verwende die ganz gern für Socken, sind nämlich sehr haltbar und eignet sich gut für Videos. Das seht ihr ganz gut, was ich mache. Und ich brauche mit dem Garn 48 Maschen für Schuhgröße 40 bei einer Nadelstärke 3,5. Die Omega von Lang ist reine Mikrofaser, ist also auch sehr warm und trocknet schnell. So, ich habe nun 12 und 12 Maschen auf meinen Nadeln und wir stricken nun gleich die erste Runde, indem wir am Anfang der ersten Nadel und am Ende, also am Anfang und am Ende jeder Nadel eine Masche verdoppeln. Und gleichzeitig, das mache ich aber jetzt nur für euch und fürs Video, teilen wir die Maschen auch gleich auf drei Nadeln auf. Also ich ziehe die andere Nadel ein bisschen heraus. Eine Masche rechts, die nächste Masche verdoppeln, einmal von vorne und von hinten abstricken. Die anderen Maschen rechts und die vorletzte Masche auf dieser Nadel ebenfalls verdoppeln. Das heißt, in dieser ersten Runde machen wir vier Zunahmen. Konzentriere dich auf die beiden Nadeln, mit denen du strickst und lass die dritte Nadel machen, was sie will. Die bewegt sich da ganz selbstständig. Ignoriere das einfach. So, also die letzte, vorletzte Masche wird ebenfalls verdoppelt. Einmal von vorne, einmal von hinten abstricken. Und hier kannst du die letzte Masche strickst du verschränkt ab, da lässt sie sich nämlich einfacher abstricken. So, das war die erste Nadel der ersten Runde. Und das gleiche machen wir nun bei der zweiten Nadel. Allerdings teilen wir da auch schon die Maschen. Wir haben jetzt 12 Maschen. Mit den Zunahmen haben wir dann 14. Das heißt, ich stricke 7 Maschen auf eine Nadel. Eine rechts, die zweite Masche verdoppeln, einmal von vorne und einmal von hinten abstricken. Jetzt haben wir drei Maschen, vier, fünf, sechs, sieben. Nun nehme ich noch eine Nadel dazu, weil du tust dir dann einfach leichter mit drei und einer Nadel. Und wieder rechts bis zur vorletzten Masche. Die vorletzte Masche wird ebenfalls verdoppelt. Einmal von vorne, einmal von hinten abstricken. Die letzte darfst du hier verschränkt abstricken oder normal abstricken, ist egal.
verschränkt, finde ich, geht es ein bisschen einfacher. So, das war die erste Runde. Da strickst du nun eine Runde darüber ohne Zunahmen. Also eine Runde nur rechte Maschen darüber stricken. Wir stricken ja eine ergonomische Sockenspitze. Das heißt, ich möchte ganz gerne linke und rechte Socke unterscheiden. Das macht mich ganz nervös, wenn ich kein links und rechts bei Socken sehe. Da bin ich ein kleiner Monk. Und die Spitzen werden bei beiden Socken ganz identisch gestrickt, völlig gleich gestrickt. Der einzige Unterschied ist dann, auf welcher Seite du mit dem Muster beginnst. Und das ist hier in diesem Fall jene Nadel, wo die meisten Maschen drauf sind. Und das wird also dann eine linke Socke. Ich erkläre dir das dann noch, wenn wir mit der Socke soweit sind, was du dann beim rechten Socken anders machst. So, also das war nun eine Runde ohne Zunahmen. Jetzt bin ich wieder bei der ersten Nadel. Erste ist die lange Nadel, sage ich jetzt einmal, also die mit den meisten Maschen. Und in der dritten Runde nimmst du am Anfang und am Ende der Runde zu. Also die zweite Masche der ganzen Runde und die vorletzte Masche der ganzen Runde. Das heißt, in unserem Fall hier am Anfang der ersten Nadel und am Ende der dritten Nadel. Die erste Nadel ist hier die, wo wir die Hälfte der Maschen drauf haben, und die Nadeln 2 und 3 sind jene, wo wir jeweils ein Viertel der Maschen drauf haben, also die wir schon aufgeteilt haben. So, also das ist Runde 3. Die vorletzte Masche der Runde verdoppeln, beziehungsweise am Ende der dritten Nadel die vorletzte Masche. So, und in Runde 4 wieder ohne Zunahmen, also keine Zunahmen in Runde 4. Einfach rechte Maschen über alle Nadeln stricken. So, und hier haben wir die erste Nadel mit der Hälfte der Maschen. Da werden wir dann das Muster drüber stricken. Die anderen zwei Nadeln, die Unterseite des Fußes, bleiben glatt rechts bis zur Ferse. Und beim rechten Socken drehen wir das um. Das heißt, wir teilen die ersten halben Maschen auf zwei Nadeln und stricken über die zweite Hälfte dann das Muster. Und damit hast du automatisch einen linken und einen rechten Socken. Also der einzige Unterschied ist, dass du auf der anderen Seite das Muster strickst, also dass du sozusagen Musterseite und Unterseite vertauscht. Ansonsten wird die Spitze ganz gleich gestrickt. So, und nun wiederholst du die Runden 1 bis 4, also immer abwechselnd, 4 Zunahmen, keine Zunahme, 2 Zunahmen, keine Zunahme, so lange, bis du insgesamt, also die gewünschte Maschenzahl auf deinen Nadeln hast, in meinem Fall also 48 Maschen. Und du endest in jedem Fall mit einer Runde ohne Zunahmen. Also wenn du gerade eine Zunahme gestrickt hast zuletzt, dann strickst du noch eine Runde drüber ohne Zunahmen. Damit ist die Spitze fertig. So, da haben wir nun unsere Spitze. Wenn du sie so drehst, wie dein Fuß liegt, also auf den Kopf stellst, dann siehst du, das ist eine linke Spitze. Sieht man recht schön. Der einzige Unterschied zur rechten Spitze ist, dass du hier am Anfang die Hälfte der Maschen hast und dann die geteilten Nadeln
Und das machst du bei der rechten Spitze umgekehrt. Du machst zuerst die geteilten Nadeln und dann die halben Maschen. So, und damit es nicht fad wird, machen wir dazu ein nettes, ganz einfaches Muster. Und das zeige ich dir in zwei weiteren Videos. Viel Freude damit!